Im ersten Teil dieser Reihe haben wir einige der Prophezeiungen und Vorhersagen aus dem Alten Testament behandelt, welche, wie wir glauben, in Jesus Christus erfüllt wurden. Details über seine Geburt, sein Leben und seinen Tod, die Jahrhunderte zuvor von jüdischen Propheten vorhergesagt worden waren. Den weiteren Verlauf dieser Serie wollen wir jenen Prophezeiungen widmen, die sich auf die Entwicklung der Weltgeschichte bis zu deren Ende beziehen. In anderen Worten, auch auf das, was noch laut der Bibel vor uns liegt. Eines der erstaunlichsten prophetischen Kapitel im Alten Testament und gleichzeitig jenes, das sich am einfachsten verarbeiten lässt, ist das zweite Kapitel des Buches des Propheten Daniel. Daniel war noch ein junger Mann, als er in den Dienst des Herrschers Nebukadnezar von Babylon trat. Als adliger Jude war er zusammen mit einigen seiner Gefährten von Judäa als Gefangener an den babylonischen Hof gebracht worden. Eines Nachts hatte König Nebukadnezar einen besonderen Traum und verlangte von seinen Traumdeutern, dass sie ihm nicht nur den Traum auslegten, sondern ihn auch an den Traum erinnern sollten, denn, wie er sagte, war er ihm entfallen. Die Ratgeber des Königs waren zu solchen Wundertaten jedoch nicht imstande. Und so entschloss sich der erzürnte Nebukadnezar, alle Weisen am Hofe hinrichten zu lassen, einschließlich der Gefangenen von Judäa. Da Daniel aus einer Kultur stammte, in der Wunder bereits eine große Rolle in der Geschichte seines Volkes gespielt hatten, solche wie die Plagen über Ägypten, die einst den störrischen Pharao des ägyptischen Reiches dazu überredet hatten, Mose und sein Volk ziehen zu lassen, die Flucht durch das Rote Meer, das sich zu beiden Seiten teilte, Brot vom Himmel und schließlich die Eroberung des Landes, das ihnen von Gott verheißen worden war, sah Daniel im Gebet eine durchaus plausible Alternative zu seiner Hinrichtung. Seine Gebete wurden auch tatsächlich beantwortet, und er ließ sich prompt vor den König führen, um diesem, wie einst einer der 12 Stammesväter Israels, Josef, den seine Brüder an eine Karawane nach Ägypten als Sklaven verkauft hatten, dem Herrscher der Welt seinen Traum zu deuten. Der Unterschied war, dass Daniel, anders als sein Vorvater Josef, nicht nur die Deutung, sondern auch den Traum selbst kundtun musste. Aber dies gelang ihm auch. Und so erinnerte er den König an die seltsame Vision, die dieser in seinem Schlaf gehabt hatte, nachdem er über die Zukunft seines Reiches nachgedacht hatte. Du, König, hattest eine Vision. Du sahst ein gewaltiges Standbild. Es war groß und von außergewöhnlichem Glanz. Es stand vor dir und war furchtbar anzusehen. An diesem Standbild war das Haupt aus reinem Gold. Brust und Arme waren aus Silber und die Hüften aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen. Die Füße aber zum Teil aus Eisen, zum Teil aus Ton. Du sahst, wie ohne Zutun von Menschenhand sich ein Stein von einem Berg löste, gegen die eisernen und tönernen Füße des Standbilds schlug und sie zermalmte. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold mit einem Mal zu Staub. Sie wurden wie Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und keine Spur war mehr von ihnen zu finden. Der Stein aber, der das Standbild getroffen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das war der Traum. Nun wollen wir dem König sagen, was er bedeutet. Das Wunderbare an diesem Kapitel ist, dass man sich nicht selbst den Kopf darüber zerbrechen muss, was dieser Traum wohl bedeuten möge, sondern Daniel selbst liefert gleich im Anschluss die Deutung. Du König bist der König der Könige. Dir hat der Gott des Himmels Herrschaft und Macht, Stärke und Ruhm verliehen. Du bist das goldene Haupt. Nach dir kommt ein anderes Reich, geringer als deines. Dann ein drittes Reich, aus Bronze, das die ganze Erde beherrschen wird. Ein viertes schließlich wird hart wie Eisen sein. Eisen zerschlägt und zermalmt hier alles. Und wie Eisen alles zerschmettert, so wird dieses Reich alle anderen zerschlagen und zerschmettern. Die Füße und Zehen waren, wie du gesehen hast, teils aus Töpferton, teils aus Eisen. Das bedeutet, das Reich wird geteilt sein. Es wird aber etwas von der Härte des Eisens haben, darum hast du das Eisen mit Ton vermischt gesehen. Zum Teil wird das Reich hart sein, zum Teil brüchig. Sie werden sich zwar miteinander verbinden, doch das eine wird nicht am anderen haften, wie sich Eisen nicht mit Ton verbindet. Zur Zeit jener Könige wird aber der Gott des Himmels ein Reich errichten, das in Ewigkeit nicht untergeht. Es wird alle jene Reiche zermalmen und endgültig vernichten. Es selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen. Du hast ja gesehen, dass ohne Zutun von Menschenhand ein Stein vom Berg losbrach und Eisen, Bronze und Ton, Silber und Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist sicher,
und die Deutung zuverlässig. Da das goldene Haupt des Standbildes aus Nebukadnezars Traum ihn selbst darstellt und die silberne Brust und Arme das auf Babylon folgende Weltreich, brauchen wir uns lediglich der Geschichte zu bedienen, um zu erfahren, welches Reich diesen Teil der Statue darstellt. Aus der Geschichte wissen wir, dass das Dualreich der Meder und Perser Babylon und die bis dahin bekannte zivilisierte westliche Welt eroberte. Genauso wie ein Arm stärker ist als der andere, waren die Perser den Medern überlegen, aber sie arbeiteten dennoch zusammen, um ihre Weltordnung aufrechtzuerhalten. Daniel selbst sollte die Erfüllung dieses Teils des Traumes noch miterleben, wie man im 5. Kapitel seines Buches nachlesen kann. Das dritte Reich, das hier durch den Bauch und Lenden aus Bronze dargestellt wird, war das griechische Reich, das unter Alexander dem Großen die damalige im Westen bekannte Welt eroberte. Das vierte Reich, stark wie Eisen, welches alle anderen und bisherigen Reiche zermalmen und zertrümmern sollte, war zweifellos das römische Weltreich, in der Statue symbolisiert durch die Beine, was wiederum an marschierende Legionen erinnert, auf den eigens zur Eroberung gebauten Straßen. Ja, selbst die Form des Landes, das Rom beheimatet, ist die eines Stiefels. Ebenso symbolisieren die zwei Beine die schließliche Teilung des Römischen Reichs in seine östliche und westliche Hälften. Alle bisher aufgeführten Reiche befinden sich aus unserer momentanen Sicht in der Vergangenheit, obwohl sie sich mit Ausnahme von Babylon für Daniel sowie seine Zuhörer damals in der Zukunft befanden. Der Vollständigkeit halber mag man hinzufügen, dass dem babylonischen Reich zwei Weltreiche vorangingen, nämlich das assyrische und davor das ägyptische. Darum werden wir an anderen Stellen der Bibel von sieben Weltreichen oder Königreichen lesen, die im Laufe der Geschichte die Welt beherrschen, von denen sechs sich in unserer Vergangenheit befinden. Aber was hat es mit dem letzten mysteriösen Reich auf sich, das in Nebukadnezars Traum durch die Füße der Statue dargestellt wird, teils aus Eisen und teils aus Ton? Folgen wir dem Symbolismus, der in dem gesamten Standbild überall hervorkommt, dann können wir davon ausgehen, dass das Eisen symbolisch für harte Regierungsformen wie Diktaturen und Monarchien und der Ton für Regierungen des Volkes, also Demokratien, steht. Schließlich schrieb einer von Gottes Propheten selbst: Wir sind der Ton, du bist der Töpfer. Wir sehen also eine kommende Weltordnung aus Demokratien sowie härter durchgreifenden Regierungsformen bestehend auf uns zukommen, die allerdings genauso wenig aneinander haften bleiben werden wie Ton und Eisen. Im Gegensatz zur Evolutionstheorie scheint der Fortschritt, den die Menschheit seit Babylon gemacht hat, in Gottes Augen nicht allzu berauschend zu sein. Zwar glauben wir, mit unseren modernen Erfindungen und unserem angereicherten Wissen die Spitze der Zivilisation erreicht zu haben, aber wie es scheint, sieht der Allmächtige die Qualität unserer Entwicklung etwas anders. Und so haben wir uns von dem Gold von einst zu einem recht untauglichen Gemisch von Ton und Eisen herabgearbeitet. Während das Bild, das Gott dem babylonischen König Nebukadnezar von den Königreichen dieser Welt im zweiten Kapitel des Buches des Propheten Daniel gab, noch relativ schmeichelhaft war, so ist das Porträt dieser selben Weltreiche, die er seinen eigenen vertrauten Propheten in der Vision im 7. Kapitel desselben Buches gibt, weniger schmeichelhaft. In Daniel 7 beschreibt der inzwischen zum einflussreichen Ratgeber am Hofe Babylons aufgestiegene Daniel, wie er eine nächtliche Vision hat, in der die vier Weltmächte von Babylon bis Rom als erschreckende Monster aus dem Meer der Menschenmassen emporsteigen. Ich hatte in der Nacht eine Vision. Die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Dann stiegen aus dem Meer vier große Tiere herauf. Jedes hatte eine andere Gestalt. Das erste war einem Löwen ähnlich, hatte jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel abgenommen. Es wurde vom Boden emporgehoben und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. In Vers 16 berichtet Daniel, wie ein Beistehender, vermutlich ein Engel, ihm seine Vision deutet und erklärt, dass es sich hier, ähnlich wie in Nebukadnezars Traum, um Königreiche handelt, abermals beginnend mit dem babylonischen, das hier als Löwe mit Adlerflügeln beschrieben wird, die ihm ausgerissen werden und der auf seine Füße gestellt wird und mit einem menschlichen Herz versehen wird. Diese Allegorie bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf die Erfahrung, die der babylonische König Nebukadnezar machen musste, als er es versäumte, Gott die Ehre für sein Königreich zu geben, und daraufhin 7 Jahre lang dem Wahnsinn zum Opfer fiel und wie ein Stück Vieh im Freien lebte. Der Prophet Daniel hatte ihn davor leider vergeblich gewarnt, wie man in Daniel Kapitel 4 nachlesen kann. Nach 7 Jahren bekannte der gedemütigte König, dass es Gott ist, der Macht, Ruhm und Ehre verleiht. Ihm wurde sozusagen ein neues,
menschliches Herz verliehen und er wurde auf den Boden der Tatsachen gestellt. Das auf Babylon folgende Weltreich der Medo-Perser wird in Daniels Vision als fleischfressender Bär dargestellt. Dann erschien ein zweites Tier, es glich einem Bären und war nach einer Seite hin aufgerichtet. Es hielt drei Rippen zwischen den Zähnen in seinem Maul und man ermunterte es, auf, friss viel Fleisch. Dass der Bär auf einer Seite aufgerichtet ist, deutet, ähnlich wie bei den Armen der Statue aus Daniel 2, darauf hin, dass eine Hälfte des Dualreiches Medo-Persien stärker war als die andere. Die Medo-Perser eroberten die ihnen bekannte Welt mit großer Aggressivität und drangen weiter nach Westen vor als die vorangegangenen Weltreiche Ägypten, Assyrien und Babylon, dargestellt durch die drei Rippen in seinem Maul. Danach sah ich ein anderes Tier. Es glich einem Panther, hatte aber auf dem Rücken vier Flügel, wie die Flügel eines Vogels. Auch hatte das Tier vier Köpfe. Ihm wurde die Macht eines Herrschers verliehen. Der Gepard, das Tier, das sich zu Lande am schnellsten fortbewegen kann, verbildlicht hier das auf Persien folgende griechisch-mazedonische Reich Alexander des Großen, der mit einer viel kleineren Armee als die Perser in der Lage war, die ihm bekannte zivilisierte Welt in atemberaubender Geschwindigkeit zu erobern. Nach Alexanders Tod wurde sein Reich in vier geteilt, symbolisiert durch die vier Flügel und Köpfe. Danach sah ich in meinen nächtlichen Visionen ein viertes Tier. Es war furchtbar und schrecklich anzusehen und sehr stark. Es hatte große Zähne aus Eisen. Es fraß und zermalmte alles. Und was übrig blieb, zertrat es mit Füßen. Von den anderen Tieren war es völlig verschieden. Auch hatte es zehn Hörner. Das vierte Monster, sichtlich imposanter als die vorherigen, symbolisiert auch hier wieder Rom, das in Daniel 2 als eiserne Beine und hier mit eisernen Zähnen dargestellt wird. Wie die Beine in Daniel 2 zermalmt auch dieses Tier alle anderen Reiche der westlichen Welt und zertritt es mit Füßen. Ähnlich wie die Füße der Statue in Daniel 2 mit ihren zehn Zehen, so hat dieses Monstrum zehn Hörner, die, wie wir in Vers 24 von dem Engel erfahren, der Daniel seine Vision auslegt, zehn Könige sein werden, die aus dem römischen Reich hervorgehen werden, von denen wir später im Buch der Offenbarung des Johannes noch mehr erfahren werden. Aber zunächst gibt uns Daniel noch einige herausragende und merkwürdige Details zu dem vierten Monstrum in seiner Vision. Als ich die Hörner betrachtete, da wuchs zwischen ihnen ein anderes, kleineres Horn empor. Und vor ihm wurden drei von den früheren Hörnern ausgerissen. Und an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der anmaßend redete. Aus dem Buch der Offenbarung wissen wir, dass die zehn Hörner Könige oder Machthaber sein werden, die dem Tier, dem Herrscher der letzten, siebten Weltregierung, ihre Macht geben werden, der hier durch das kleine Horn dargestellt wird, das einen großen Mund hat, der große Dinge redet. Und die zehn Hörner, die du sahst, sind zehn Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen, eine Stunde mit dem Tier. Ein Maul, das große, gotteslästerliche Dinge redet, ist eines der biblischen Merkmale des letzten Weltherrschers, des kommenden Führers der neuen Weltordnung, des Antichristen, dessen Reich dem Kommen von Gottes Reich unmittelbar vorausgeht. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Der Engel oder Beistehende, der Daniel seine Vision auslegt, sagt Folgendes zu jenem kleinen Horn mit großem Mund. Und die zehn Hörner aus jenem Königreich, dem römischen Reich, werden zehn Könige aufstehen. Und ein anderer wird nach ihnen aufstehen. Und dieser wird verschieden sein von den vorigen und wird drei Könige erniedrigen. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Neben seiner Eigenschaft, ein großes, gotteslästerliches Mundwerk zu besitzen, werden uns hier weitere Eigenschaften des kommenden großen antichristlichen Führers der Welt vermittelt. Er wird drei der zehn Könige, die aus dem römischen Reich hervorkommen, erniedrigen, darauf sinnen, Zeiten und Gesetze zu verändern und die Heiligen vernichten oder unterdrücken. Im Buch der Offenbarung wird dies bestätigt, und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. In anderen Worten, wird sich jenes kommende Weltreich oder die neue Weltordnung durch eine Verfolgung von Gläubigen und Gottestreuen kennzeichnen, die in anderen Stellen der Bibel sowie von Jesus selbst auch die große Trübsal genannt wird. In Daniel 7, Vers 25 bekommen wir auch den ersten Hinweis darauf, wie lange jene Trübsal dauern wird. Eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Aus verschiedenen Stellen der Bibel wissen wir, dass es sich hierbei um dreieinhalb Jahre handelt.
42 Monate oder 1260 Tage. Zwar werden diese Prophezeiungen von vielen Bibelgelehrten so ausgelegt, dass ihre Erfüllung bereits in der Vergangenheit stattgefunden haben soll, so wie etwa unter dem römischen Kaiser und Christenverfolger Nero, aber die Vision Daniels ist noch nicht zu Ende. Ich sah in dieser Vision in der Nacht, es kam einer mit den Wolken des Himmels, wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, und alle Völker, Völkerscharen und Sprachen dienten ihm. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Genau wie in Daniel 2 wird nämlich auch hier jenes letzte, mit Abstand bedauerlichste der Weltreiche des Menschen, abrupt vom immerwährenden Reich Gottes abgelöst. Ein Ereignis, das sich offensichtlich noch nicht zugetragen hat, da das friedevolle und glorreiche Reich Jesu Christi auf Erden sich wohl kaum mit der Herrschaft der katholischen Kirche im Mittelalter vergleichen lässt. Der Faktor, der in Daniel 2 die bestehenden Weltreiche erobert und dort als ein Stein vom Himmel dargestellt wurde, wird hier schon viel deutlicher als Menschensohn beschrieben, der mit den Wolken des Himmels kommen wird. Durch die Evangelien hindurch nennt Jesus sich ständig selbst der Menschensohn. So als ob er den Gläubigen von damals wie heute klar machen wollte, dass er derjenige war und sein würde, von dem Daniel hier sprach. Auch beschreibt er sein zweites Kommen sehr ähnlich wie Daniel hier. Alsbald aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein verlieren und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde, und sie werden des Menschensohn kommen sehen in den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. In unserer kommenden Studie werden wir mehr erfahren über die zukünftigen Machenschaften des kleinen Horns, des Antichristen, jenem kommenden Führer der neuen Weltordnung, die unserer Meinung nach nicht mehr in allzu ferner Zukunft von uns sein kann. Die prophetischen Kapitel 2 und 7 des Buches Daniel im Alten Testament lehren uns, dass aus dem Römischen Reich ein letztes Weltreich aufsteigen würde, geführt von einem Mann, der sich durch ein gotteslästerliches Mundwerk, Veränderungen von Gesetzen und Zeiten sowie Verfolgungen des Volkes Gottes auszeichnen wird, der in Kreisen von Gläubigen vieler Konfessionen als der Antichrist bezeichnet wird. Während die Skeptiker sämtliche Prognosen über das Aussehen der kommenden neuen Weltordnung oft als Verschwörungstheorien abstempeln, so wissen Gläubige, dass die biblischen Prophezeiungen über jenen Mann nicht so leicht von der Hand zu weisen sind. Denn schließlich haben sich ja auch die Prophezeiungen über die vorangegangenen Weltreiche präzise erfüllt. Im 8. Kapitel seines Buches beschreibt der am Hofe Babylons lebende jüdische Prophet Daniel, wie er abermals Visionen von kommenden Weltreichen hat. Diesmal stellt der Allmächtige in seinen Zukunftsbeschreibungen, die er seinem Knecht Daniel gibt, das auf Babylon folgende Weltreich Medo-Persien als einen Widder dar, von dessen Hörnern eines höher ist als das andere, wieder auf die Machtunterschiede zwischen Medern und Persern hinweisend, wie er schon bei der Vision der silbernen Arme in Daniel 2 und dem auf einer Seite aufgerichteten Bären in Daniel 7. Das griechische Reich, welches Medo-Persien erobern und von der Weltherrschaft ablösen würde, wird in dieser Vision durch einen Ziegenbock dargestellt, mit einem ansehnlichen Horn zwischen den Augen, welches wiederum Alexander den Großen symbolisiert. Nach dem Niedergang des Horns wachsen an seiner Stelle vier andere Hörner, was die Aufteilung seines Reiches unter Alexanders vier Generäle darstellt. Nun macht Daniel einen Zeitsprung und beschreibt, ähnlich wie in Daniel 7, ein kleines Horn, das hier aus einem der vier Teile des griechischen Reiches hervorgehen würde und nach Süden, nach Osten und zum verheißenen Land hin mächtig werden würde. Aus den darauffolgenden Versen wissen wir, dass es sich hier bei diesem kleinen Horn ebenso wie im 7. Kapitel wieder um den Antichristen handelt. Daniel beschreibt, dass dieses Horn einen Teil des himmlischen Heeres, also der Engel, auf die Erde werfen würde. Ein Ereignis, das im Buch der Offenbarung von Johannes bestätigt und detaillierter beschrieben wird. Und der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Wehe der Erde und dem Meere, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er wenig Zeit hat. Hier wird jener Moment der Weltgeschichte beschrieben, in dem der Satan selbst in den Leib des Antichristen fahren wird, um mit seinen Dämonen, die wiederum Besitz von den Nachfolgern des Antichristen nehmen werden, für 3,5 Jahre Herrschaft über die Erde zu ergreifen. Auch beschreibt Daniel, wie das kleine Horn, der Antichrist, das tägliche Opfer abschaffen wird,
Dies ist ein erster Hinweis darauf, dass zur Zeit des Antichristen und seiner letzten Weltordnung der jüdische Tempel in Israel wieder erbaut und die jüdischen Opferrituale wieder eingeführt sein müssen. Ein Ereignis, auf das nicht nur gläubige Christen, sondern auch orthodoxe Juden mit Erwartung blicken. Es ist bekannt, dass Vorbereitungen für den Wiederaufbau des Tempels bereits seit Jahrzehnten im Gange sind und dieser zum gegebenen Zeitpunkt innerhalb kürzester Zeit errichtet werden kann. Im nächsten Vers kündigt Daniel an, dass das kleine Horn die Wahrheit zu Boden werfen wird. Für Gläubige ist seit jeher das Wort Gottes der Maßstab für Wahrheit. Wir finden hier einen ersten Hinweis dafür, dass der Antichrist die biblische Sichtweise und Beschreibung der Dinge verwerfen, ja verbieten wird, und seine Ideologie als die einzig geltende deklarieren wird. Es ist der Engel Gabriel, der in diesem Kapitel Daniel seine Vision erläutert. Und er wiederholt dreifach, dass sich diese Prophezeiung auf die Zeit des Endes der Welt bezieht. Daher wissen wir auch, dass diese Visionen sich nicht bereits erfüllt haben, wie oft von Bibelgelehrten ausgelegt. Schließlich gibt Gabriel uns eine aufschlussreiche Beschreibung des Mannes, der zum Ende der Welt hin die Menschheit unterjochen wird. Und am Ende jenes Königtums, wenn die Frevler das Maß vollgemacht haben werden, wird ein König aufstehen, frechen Angesichts und dunkler Geheimnisse kundig. Und seine Macht wird groß sein, aber nicht durch seine eigene Macht. Und er wird großes Verderben anrichten und Gelingen haben und handeln. Und er wird Starke und das Volk der Heiligen verderben. Und durch seine Klugheit wird der Trug in seiner Hand gelingen. Und er wird sich selbst in seinem Herzen erheben und durch falschen Frieden viele verderben. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen, aber ohne Menschenhand zerschmettert werden. Dass seine Macht nicht in seiner eigenen Stärke liegen wird, wie Gabriel in Vers 24 beschreibt, sondern in der eines anderen, wird auch von Johannes in der Offenbarung bestätigt. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier seine Macht gab. Im 13. Kapitel der Offenbarung wird der Antichrist als das Tier beschrieben, welches ähnliche Merkmale hat wie die vier Monstren, die Daniel einst in seiner Vision aus dem Meer steigen sah. Dieses Tier hat sieben Köpfe, symbolisch für die Weltmächte, die durch die Geschichte hindurch die Welt beherrschen würden. Und eines jener Häupter hat zehn Hörner, ähnlich wie das vierte Monster aus Daniels Vision in Kapitel 7. Nur dass der Antichrist hier nicht nur als kleines Horn beschrieben wird, sondern als jenes Tier oder Ungeheuer selbst, das alle Weltreiche in sich verkörpert. So als ob jenes letzte Weltreich des Antichristen die ultimative Erfüllung all dessen sei, was seine Vorgänger nur teilweise zustande brachten. Der Drache, der diesem dunklen Herrscher seine Macht gibt, ist, wie schon in dem vorher aufgeführten Vers Offenbarung 12, Vers 9 beschrieben, der Teufel oder Satan. Am I gonna fall for you and all the others will do? No friggin' way, dude. No friggin' way, dude. Cause in my heart there burns a flame that's gonna put your pride to shame. A flame that's even older than the fallen likes of you. In my soul there glows a name that signifies the end of your game. Satan, in the name of Jesus, I defy you. Wer als Christ Zweifel an der Existenz des Teufels hat, sollte bedenken, dass der Teufel insgesamt 111 Mal in den Büchern der Bibel erwähnt wird und somit durchaus eine Realität des judeo-christlichen Glaubens darstellt. Gabriel sagt auch das Schicksal jenes letzten Weltherrschers voraus, und zwar, dass er ohne Menschenhand zerschmettert werden wird, allerdings nicht, ohne vorher das Volk der Heiligen zu verderben. Nachdem der Antichrist die größte religiöse Verfolgung der Geschichte, die große Trübsal, jene dunkelsten 3,5 Jahre der Menschheit über die Erde bringen wird, wird er ein jähes Ende finden. Und zwar nicht durch eines Menschenhand, sondern durch dieselbe Waffe und dasselbe Werkzeug, das einst die Welt selbst hervorbrachte. Paulus, in seinem zweiten Brief an die damalige Gemeinde der griechischen Stadt Thessaloniki, gibt uns ein paar der aufschlussreichsten Verse über das Erscheinen sowie den Untergang des Antichristen, aus denen gleichzeitig klar wird, dass Jesus, wie von vielen Christen heute angenommen, nicht vor dessen Erscheinen zurückkehren wird. Wir bitten euch aber, Brüder, bezüglich der Wiederkehr unseres Herrn Jesus Christus und unserer Zusammenkunft mit ihm, dass ihr nicht schnell erschüttert werdet in der Gesinnung, noch erschreckt, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des Herrn bereits da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart worden sei, der Mensch der Sünde,
der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, dass er selbst Gott sei. Dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus hinwegtun wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Kommen auf der Macht des Satans beruht. Er wird mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. Im 19. Kapitel der Offenbarung, sowie in Hesekiel Kapitel 38 und 39, wird die Niederlage des Antichristen und seines Heeres in der legendären Schlacht von Harmageddon gegen die himmlische Armee des künftigen Eroberers und ewigen Herrschers Jesus Christus detaillierter geschildert. Aus jenen Kapiteln können wir auch ersehen, dass sich diese Prophezeiungen noch keinesfalls erfüllt haben, wie manche Auslegungen behaupten, da wir in der jüngeren Geschichte noch keine mächtigen Feldherren mitsamt Heerscharen auf den Bergen Israels haben fallen sehen. Dieses Ereignis bleibt für die noch vor uns liegende Schlacht von Harmageddon reserviert. Aber es gibt noch weitere Merkmale des Antichristen und seines uns unmittelbar bevorstehenden Reiches der Finsternis, über die uns die folgenden Kapitel des Buches Daniel Aufschluss erteilen. Zu der Zeit, als Daniel das 9. Kapitel seines Buches schrieb, hatte sich bereits seine Vorhersage aus dem 2. und 7. Kapitel erfüllt, dass die Medo-Perser Babylon erobern würden. Denn Daniel lebte nun bereits mitsamt allen Bewohnern des ehemals babylonischen Reiches unter der Herrschaft des medischen Königs Darius. In diesem Kapitel finden wir die erstaunliche Vorhersage des Jahres der Kreuzigung des Messias, die bereits in der ersten Folge dieser Reihe ausführlicher behandelt wurde. Gleich im Anschluss erhalten wir ein wichtiges Detail an Informationen über den Antichristen. Denn obwohl im vorhergehenden Vers die Rede von dem römischen Vorgänger des Antichristen, Kaiser Titus Flavius Vespasianus, war, so wissen wir aufgrund einer Aussage von Jesus selbst, dass sich die folgende Schriftstelle erst dem Antichristen, dem letzten Weltherrscher, kurz vor der Rückkehr Christi erfüllen wird. Es ist hier die Rede von einem 7-jährigen Bund oder Abkommen, an anderer Stelle auch der Heilige Bund genannt, was darauf hindeutet, dass es sich hier um ein Abkommen religiöser Art handeln wird, wie etwa ein Friedensabkommen zwischen den führenden Weltreligionen, ein Bund, den die Welt nie dringender gebraucht hat als heute. Dieser Friedensvertrag zwischen, wie wir annehmen, Christentum, dem jüdischen Glauben und Islam, wird es den Juden ermöglichen, ihren Tempel, der im Jahre 70 nach Christus zerstört wurde, wieder aufzubauen und die alten Opferrituale wieder einzuführen. In der Mitte der 7 Jahre jedoch wird der Weltherrscher den Bund brechen und das tägliche Opfer wieder abschaffen und anstelle des Tempels ein sprechendes Abbild von sich selbst errichten, das von Daniel hier das Gräuel der Verwüstung genannt wird. Er wird aber vielen den Bund bestätigen, eine Woche lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer abschaffen, und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis die beschlossene Vernichtung sich darüber ergießen wird. Die Auslegung dieses Verses lässt sich nur in Verbindung mit anderen Schriftstellen festlegen. Im 11. Kapitel des Buches Daniel wird der Heilige Bund 4-mal erwähnt in Verbindung mit einem verächtlichen Menschen, der sich als Herrscher erheben wird und sich durch Schmeicheleien des Königreichs bemächtigen wird. Wir wissen, dass es sich hier um den Antichristen handelt, da er dieselben Merkmale aufweist wie das kleine Horn in Daniel 7 und 8. Und der König wird tun, was er will, und wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden. Und was er tut, wird ihm gelingen, bis der Zorn vollendet ist. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Wie in Daniel 9, Vers 27 finden wir auch hier Hinweise darauf, dass sich das Wirken des Antichristen auf eine bestimmte Zeit befristen wird, gefolgt vom Zorn Gottes und der Vernichtung des antichristlichen Weltreiches. In Kapitel 11, Vers 31 ist erneut die Rede vom geheimnisvollen Gräuel der Verwüstung. Seine Heere werden das Heiligtum entweihen und das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuel der Verwüstung aufstellen. In Vers 45 wird die geografische Lage dieses zerstörungbringenden Götzenbildes bestätigt und er wird die Zelte seines Palastes zwischen den Meeren errichten, auf dem geheiligten Berg, aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Der heilige Berg, auch Zion oder Moria genannt, befindet sich zwischen dem Mittelmeer und dem Totenmeer. Und sowohl Jesus als auch Paulus sowie Johannes stellen es außer Zweifel, dass dies der Ort sein wird, an dem der Antichrist sein Hauptquartier errichten wird. Jesus verrät seinen Jüngern in Matthäus 24, nachdem sie ihn nach Zeichen fragen, die seine Wiederkehr ankündigen würden: Wenn ihr sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung, stehen an der heiligen Stätte, wovon der Prophet Daniel sprach, wer das liest, merke auf, dann wird große Trübsal herrschen, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt. In Offenbarung 13, einem der signifikantesten Kapitel über die Herrschaft des Antichristen, finden wir dieses unheilbringende Wunderwerk der modernen Technik wieder.
In diesem Kapitel beschreibt Johannes den Antichristen als siebenköpfiges Tier mit 10 Hörnern, einem großen Maul, das lästernde Dinge spricht und 42 Monate lang die Gläubigen unterdrücken und über alle Nationen der Welt Macht ausüben wird. Ein zweites Tier mit Hörnern wie ein Lamm, das aber redete wie ein Drache, wird augenscheinlich als Propagandaminister des Antichristen fungieren und macht, dass die Erde und die darauf wohnen das erste Tier anbeten und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen, dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Es gibt verschiedene Auslegungen dieser Schriftstellen, sowie Spekulationen darüber, wer dieses Tier, der Antichrist, sein sollte. Manche Glaubensgruppierungen behaupten, es handle sich hier um den jeweils regierenden Papst. Wiederum andere, es ginge hier um andere Charaktere aus der Geschichte, wie römische Kaiser, die Christen verfolgten, oder sogar Ereignisse, die noch weiter zurück in der Geschichte gehen. Dennoch wäre es uns sicher allen aufgefallen, wenn ein Mann, der über alle Völker und Nationen herrschte, auf den zudem noch ein tödliches Attentat verübt wurde, welches er überlebte, ein redendes Abbild von sich selbst hätte errichten lassen, das alle Völker der Erde anbeten sollten, und welches gleichzeitig die Macht gehabt hätte, alle, die sich dazu weigerten, töten zu lassen. Bilder sprechen zu lassen, ist eine Fähigkeit, die die Menschen erst in den letzten 100 Jahren erworben haben. Und selbst wenn es in den letzten 100 Jahren Persönlichkeiten gegeben haben mag, in denen sich einzelne jener antichristlichen Eigenschaften erfüllten, so gab es denn noch bisher niemanden, in dem sich all diese Eigenschaften erfüllt hätten. Vor allem niemanden, der die Herrschaft über die gesamte Erde ausgeübt hätte. Und ein weiteres geschichtliches Ereignis wird den Antichristen und seinen Propagandaminister als ein Gespann auszeichnen, das die Weltgeschichte bisher noch nicht gesehen hat. Da ist das Bargeldsystem, auf dem unsere momentane Wirtschaft basiert, durch ein bargeldloses Kreditsystem ersetzen wird, das selbst heutige Kreditkarten überflüssig machen wird. Und es macht, dass alle, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Mahlzeichen machen lassen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen hat. Solange wir also noch in unseren Supermärkten mit Bargeld bezahlen können und in Tempeln, Kirchen, Synagogen und Moscheen noch frei unseren Glaubensrichtungen nachgehen dürfen, wissen wir, dass der Antichrist noch nicht regiert. Was jedoch, wenn es zu einer weltweiten Wirtschaftskrise käme, ähnlich wie die der 30er Jahre, mit der manche Finanzanalytiker den Börsensturz von 2008 verglichen haben? Was, wenn religiöse Spannungen durch die Konflikte im Nahen Osten die Welt an den Rand des Dritten Weltkrieges treiben? Oder eine andere globale Krise die Welt an den Rand der Verzweiflung treibt? Welches Szenario wird die Welt bereit machen für die Lösungen, die der Antichrist zu bieten hat? Einen heiligen Bund und Friedensvertrag zwischen den Weltreligionen? Und ein bargeldloses und somit krisenfestes Weltwirtschaftssystem? Sowie eine alle Länder der Welt vereinende Universalideologie? Und wie kann man sich auf diese Zeit vorbereiten, von der man ebenso sicher sein kann, dass sie eintreten wird, wie sich auch die Prophezeiungen über die vorangegangenen Weltreiche der Geschichte erfüllt haben. Wie selbst das scheinbar perfekteste Weltregierungssystem, das der Mensch zustande bringen wird, ebenfalls seine Tücken haben wird und sich als nicht das entpuppen wird, was sich die Bürger der neuen Weltordnung davon erhoffen werden, möchten wir in künftigen Folgen dieser Reihe behandeln. Es gibt zahlreiche Spekulationen und Auslegungen darüber, wer der Antichrist sein könnte oder hätte sein können. Manche, die man vielleicht ernst nehmen könnte, andere weniger. Oftmals wird bei solchen Spekulationen ein wichtiger Faktor ausgelassen, speziell bei solchen Auslegungen, in denen er mit einer Persönlichkeit aus der Vergangenheit identifiziert wird. Das Ende der Regierung des Antichristen sowie seines Lebens werden durch die übernatürliche Wiederkehr von Jesus Christus zu Beginn seines ewig währenden Reiches auf Erden ausgelöst, wie aus zahlreichen Schriftstellen ganz klar hervorgeht. In dieser Folge unserer Reihe von Studien über Bibelprophezeiungen über den Antichristen und sein Reich wollen wir seine wichtigsten Merkmale zusammenfassen sowie weitere Hinweise über seine Machenschaften unter die Lupe nehmen. In
In der englischen King James Version der Bibel, die wir aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit hauptsächlich als Quelle für die Schriftstellen aus dem Alten Testament benutzen, heißt es zum Beispiel, dass der Antichrist ein strenges oder zorniges Gesicht haben wird. Und zur letzten Zeit, wenn die Sünder ihr volles Maß erreicht haben werden, wird ein König finsteren Angesichts aufstehen, ein Verständiger dunkler Verse. In Daniel 11, Vers 21 wird er auch als üble oder böswillige Person dargestellt. Durch Frieden wird er viele vernichten. Er wird sich friedsam Zutritt verschaffen und das Königreich durch schmeichelhafte Worte einnehmen. Er wird friedsam selbst in den üppigsten Teilen der Provinz einkehren. Allerdings stellt Daniel auch klar, dass es sich hier keinesfalls um aufrichtige Motive handelt. Er wird trügerisch handeln. An einem Tisch werden sie sich einander belügen. Jene, die Böses gegen den Heiligen Bund im Schilde führen, wird er durch Schmeicheleien verderben. Wir können auch annehmen, dass dieser Heilige Bund, bei dem es sich wahrscheinlich um ein Friedensabkommen zwischen den vorherrschenden Weltreligionen, vor allem aber zwischen Islam und Judaismus handelt, eines der ersten Weltereignisse sein wird, durch die der Antichrist weltweite Aufmerksamkeit erlangen wird. Er wird das Bündnis mit vielen für eine Woche bekräftigen. Auch der Fürst des Bundes wird vor ihm zu Fall kommen. Seine Absichten werden gegen das heilige Bündnis sein. Er wird sich gegen den heiligen Bund erzürnen. Ein weiteres Merkmal des Antichristen und dessen Ideologie oder Politik werden deren sozialistische Züge sein. Er wird durch ein geringes Volk Macht erlangen. Er wird unter ihnen den Raub, die Beute und Reichtümer auswerfen. Er wird das Land zur Nutzung verteilen. Viele Bibelgelehrte spekulieren, dass das geringe Volk, durch das der Antichrist Macht erlangen wird, das jüdische Volk sein könnte, da auch angenommen wird, dass der Großteil des jüdischen Volkes den Antichrist als ihren Messias anerkennen werden, wie auch Jesus im Johannesevangelium prophezeit. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, aber ihr wollt mich nicht empfangen. Wenn aber jemand in seinem eigenen Auftrag kommt, werdet ihr ihn aufnehmen. Aus den Prophezeiungen in Daniel Kapitel 7, die wir bereits erörtert haben, sowie aus Stellen in der Offenbarung geht hervor, dass der Antichrist die Unterstützung von 10 Königen oder Nationen bekommen wird. Und die 10 Hörner sind 10 Könige, die aufkommen werden. Und ein weiterer wird nach ihnen aufkommen. Anders als die ersten. Und er wird 3 von ihnen unterwerfen. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben, aber mit dem Tier kurze Zeit Macht wie Könige empfangen werden. Diese sind einer Gesinnung und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Ähnlich wie um die Person des Antichristen selbst kursieren auch um jene 10 Könige oder Machthaber, die mit ihm verbündet sein werden, verschiedene Theorien darüber, wen oder was sie darstellen könnten, von denen die populärste und am weitesten verbreitete und anerkannte wahrscheinlich die ist, dass es sich hier um die 10 führenden und militärisch und wirtschaftlich ausschlaggebenden Nationen der Europäischen Union und ihre Führer handelt. Im 13. Kapitel der Offenbarung wird der Antichrist als die Personifizierung aller vorangegangenen Weltmächte vom ägyptischen bis zum römischen Reich dargestellt. Jedes Weltreich wird durch den Kopf eines 7-köpfigen Monsters mit 10 Hörnern dargestellt, wobei wir davon ausgehen, dass das 7. Haupt, symbolisch für das Reich des Antichristen, auch jenes mit den 10 Hörnern ist, da wir später erfahren, dass es sich bei den 10 Hörnern um eben jene 10 Könige oder Machthaber handelt, die sich mit dem Antichristen verbünden werden. Und auch die nächste Aussage kann sich nur auf das 7. Haupt beziehen. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tod verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Obwohl es für diese Stelle verschiedene Auslegungen gibt, erfahren wir an anderer Stelle, die wir etwas später behandeln werden, dass es sich hier direkt um den Antichristen handelt, der tödlich verwundet und doch von seiner Wunde geheilt wurde. Wer Schwierigkeiten dabei hat, sich vorzustellen, wie ein einzelner Mann die Personifizierung von 7 Weltreichen sein kann, muss bedenken, dass es sich hier nicht um einen normalen Mann handelt,
sondern um die Inkarnation dessen, den die Bibel bereits vor 2000 Jahren den Gott dieser Welt nannte. Auch als Satan Jesus in der Wüste versuchte und ihm Macht über alle Königreiche der Welt versprach, sagte er, dass er dazu befugt sei, da diese ihm in seine Hand gegeben seien. Daher ist es nicht allzu überraschend, dass der mächtigste Befehlshaber aller Zeiten ein Mann sein wird, der zumindest in den letzten 3,5 Jahren seines Lebens vom Teufel besessen sein wird. Die Bibel sagt, und seine Macht wird stark sein, aber nicht durch seine eigene Macht. Und der Drache gab ihm seine Macht, seinen Sitz und hohe Autorität. Obwohl der Antichrist als Friedensstifter auf die Bühne der Weltpolitik treten wird, wird sich herausstellen, dass sein wahres Potenzial in der Kunst, Krieg zu führen, liegen wird, wie die Bibel an mehreren Stellen verkündet. Er wird seine Macht mit einer großen Armee gegen den König des Südens erheben. Waffen werden ihm zur Seite stehen. Er wird den Gott der Kräfte ehren. Er wird in die Länder einfallen, auch in das gelobte Land. Viele Länder werden unterworfen werden. Er wird mit rasendem Zorn ausziehen, um zu zerstören und viele ganz und gar vernichten. Somit ist es dann auch keine allzu große Überraschung mehr, dass er letztendlich auch das 7-jährige Heilige Bündnis des Friedens mit und zwischen den führenden Religionen nach bereits 3,5 Jahren brechen wird. In der Mitte der Woche wird er den Opferbräuchen Einhalt gebieten. Hieraus geht auch hervor, dass durch das Heilige Bündnis die jüdischen Opferrituale und somit auch die jüdische Tempel in Jerusalem wiederhergestellt sein müssen. Denn um sie wieder zu verbieten, müssen sie ja zunächst wieder eingeführt worden sein. Es finden sich auch weitere Bestätigungen dafür, dass der jüdische Tempel wieder aufgebaut sein wird, jedoch durch den Antichristen nach dem Bruch des Bundes auf grausame Art zweckentfremdet werden wird. Er wird die Zelte seines Palastes zwischen den Meeren auf dem verehrten heiligen Berg aufschlagen. In Offenbarung 13, einem der interessantesten Kapitel der Bibel über den Antichrist, taucht eine zweite Persönlichkeit auf, die hier der falsche Prophet genannt wird, jedoch in ihrer Funktion eher der eines Propagandaministers oder Pressesprechers nahekommt. Mit dem Unterschied, dass dieser Public Relations Agent übernatürliche Fähigkeiten besitzen wird. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm. Und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Und es verführt die, die auf Erden wohnen, aufgrund der Wunder, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben wurde. Und er sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Abbild zu machen. Obwohl es sich hier eindeutig um eine Person handelt, beschreibt Johannes unter der Eingebung des Heiligen Geistes diesen Mann, ebenso wie die Person des Antichristen, als Tier oder Monstrum. Was vielleicht darauf hindeuten soll, dass das innere und geistige Wesen hinter der Person nicht rein menschlicher Natur ist. Die Beschreibung der zwei Hörner wie ein Lamm mögen vielleicht Aufschluss darüber geben, dass es sich hier nach außen um eine Person handelt, die einen unschuldigen, harmlosen Eindruck vermittelt, aber gleichzeitig redet wie ein Drache, also teuflische Worte ausspricht. Die Tatsache, dass dieser Propagandaminister die Weltbevölkerung dazu veranlasst, den Antichrist anzubeten, bestätigt weiterhin, dass zu diesem Zeitpunkt andere Religionen und Ideologien abgeschafft werden und die Ideologie der neuen Weltordnung als die einzig geltende eingesetzt wird, mit ihrem Führer als einzige anerkannte Gottheit. Hier sehen wir auch die Bestätigung dafür, dass der Antichrist von einer tödlichen Wunde geheilt wurde. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen und zu beweisen, dass er übernatürliche Autorität und Macht besitzt, unterstreicht der Propagandaminister seine Erlasse mit Wunderzeichen wie Feuer vom Himmel und veranlasst schließlich, dass dem großen Führer der Welt ein Abbild erbaut werde. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Leben zu geben, auf dass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Daniel schrieb über 500 Jahre zuvor darüber, sie werden das Heiligtum entweihen
und werden das tägliche Opfer abschaffen und das Gräuel der Verwüstung aufstellen. Gräuel der Verwüstung ist der Name des Abbilds des Antichristen, den Daniel ihm gab, und wird auch so von Jesus in Matthäus 24 zitiert. Ein Gräuel ist etwas als widerwärtig und abstoßend empfundenes, und die Tatsache, dass es Gräuel der Verwüstung genannt wird, deutet darauf hin, dass dieses gottwiderwärtige Abbild des Antichristen, das von den Bürgern der neuen Weltordnung angebetet werden soll, durch seine Worte und Befehle, die es erteilt, viel Zerstörung anrichten wird. Und ich sah, an dem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redete. Er wird große Worte gegen den Allerhöchsten reden. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete und sprach Lästerungen aus gegen Gott und seinen Namen und gegen den Himmel und seine Bewohner. Eine weitere Funktion des Propagandaministers oder Sprachrohrs des Antichristen wird sein, dass er eine neue und letzte Wirtschaftsordnung einführen wird, in der Bargeld durch ein Mahlzeichen in Hand oder Stirn ersetzt wird, ohne welches niemand etwas kaufen oder verkaufen kann. Und es bringt alle dazu, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen, das man ihnen gebe an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Er wird sich selbst über jeden Gott erheben. Und er wird weder den Gott seiner Väter noch irgendeinen Gott anerkennen, sondern er wird sich selbst über alles erheben. Auch der Apostel Paulus hatte prophetisches Wissen über den Antichrist. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Auch hier wird bestätigt, dass Jerusalem und der wiedererbaute jüdische Tempel der Hauptsitz des Antichristen sein werden. Ich sah, wie das Horn Krieg gegen die Heiligen führte und sie besiegte. Er wird das Volk der Heiligen vernichten, und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen. Und der Drache ward zornig über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit denen, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Diese Zeit der weltweiten Verfolgung all derer, die sich weigern, den Antichristen anzubeten und sein Mahlzeichen anzunehmen und stattdessen an ihren Glauben an den wahren Gott festhalten, wird in der Bibel die große Trübsal genannt. Wir finden auch zahlreiche Stellen, an denen uns gesagt wird, genau wie lange diese Schreckensperiode anhalten wird. 3,5 Jahre. Oder genau 1260 Tage. Er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu verändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Auch Jesus sagt die große Trübsal voraus. Wenn ihr nun das Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht am heiligen Ort, wer es liest, der merke auf, dann wird große Trübsal herrschen, dergleichen von Anfang der Welt bis dahin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und das Weib floh in die Wüste, wo Gott ihr eine Stätte bereitet hat, auf dass man sie dort ernähre, 1260 Tage. Und es wurden dem Weibe die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, auf dass sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo selbst sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken.
Während all die vorhergegangenen Merkmale des Antichristen, der sicherlich Prototypen und Vorgänger in der Geschichte hat, durch großzügige Interpretationen und Auslegungen in verschiedene Epochen der Vergangenheit verlegt werden können, so lässt dieses nächste Merkmal keinen Zweifel daran, dass die endgültige Erfüllung all dieser Prophezeiungen noch vor uns liegt. Da der ultimative und letzte Antichrist, der die Welt, wie wir sie kennen, in einer Schreckensherrschaft von 3,5 Jahren unmittelbar vor der Wiederkehr Christi regieren wird, durch dessen Erscheinen den Tod finden wird. In einer Schlacht, an die sich die Welt gewiss erinnern würde, wenn sie bereits stattgefunden hätte. Die berüchtigte Schlacht von Harmageddon. Er wird ohne Menschenhand vernichtet werden. Er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle, die mit dir sind. Auf freiem Felde sollst du fallen, denn ich habe geredet, spricht der Herr. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus töten wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft, ihn, dessen Kommen in der Macht Satans steht, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Und es wurden die zwei in den See aus Feuer geworfen, der mit Schwefel brennt. Wir wissen, dass der Antichrist noch nicht regiert hat, weil sein Ende den Anfang einer neuen Welt mitbringen wird. So wie es Gott schon seinen Propheten Daniel durch den Traum Nebukadnezars offenbarte, den wir in unserer ersten Studie über die Prophezeiungen der Endzeit darlegten. Am Ende der Weltreiche des Menschen wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das nie untergehen wird, unter einem Herrscher, der wahrlich gerecht regieren wird und von dem wir wissen, dass er uns liebt. Woher? Weil er für uns gestorben ist. Alles, was wir tun müssen, um jenes Reich Gottes zu erleben, ist, das Opfer anzunehmen, das Jesus Christus, das Lamm Gottes, für uns am Kreuz brachte, wie es von Anfang an vorbestimmt war. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.